Ja, hallo Joshua. Hallo Christian. Ja, was machen wir heute? Wir machen ein Video zu unserem Flip-Beitrag zur GMW-Tagung in Zürich. Genau. Ja, ist eine, als Flip-Konferenz-Beitrag, das heißt, die Teilnehmer schauen sich unseren Beitrag an in Vorbereitung auf unsere Session, ne? Genau. Genau. Und witzigerweise oder passenderweise ist ja auch unser Thema Flip Classroom. Konsequenterweise würde ich sagen. Konsequenterweise, genau. Ja. Ja, was genau machen wir? Ja, wir haben das Flipped Classroom, genauer die Vorbereitungsphase, uns angeschaut und haben überlegt, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, das vielleicht noch ein bisschen flexibler oder besser oder effektiver zu gestalten. Und genau das wollen wir hier vorstellen. Genau. Vorlesungsvideos versus Aufgaben in der Vorbereitungsphase. Ganz genau. Genau. Ja, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Was ist Flipped Classroom oder Inverted Classroom? Kann man am besten erklären, wenn man es gegenüberstellt der klassischen, sagen wir mal, der klassischen Vorlesung, ne? Genau. Da kommen alle zusammen, um ja einem Vortrag zu lauschen in der Präsenzphase und gehen dann nach Hause und sind allein mit ja der Anwendung des Gelernten, ne? Genau. Genau. Und aus begründeten Argumenten könnte man sagen, dass es vielleicht viel effektiver ist, wenn man sich den Vortrag alleine zu Hause anschaut und Ja. dann die gemeinsame Präsenzzeit, die man hat mit dem Lehrpersonal und seinen Kommilitonen, dass man die nutzt, um was gemeinsam zu erarbeiten mit irgendwelchen Methoden oder. Ja, dass man diskutiert oder Fragen beantwortet Ganz oder diskutiert zu den Dingen, die man sich angeeignet hat im Video, ne? genau. Die Vorbereitungsphase ist dann sozusagen da, um die Präsenzphase flexibler gestalten zu können, um effektiver. Ja, genau. Außerdem bietet sich die Vorbereitung mit Videos ja deswegen an, weil man dann das Video stoppen kann, pausieren kann, nochmal anschauen kann, ein andermal weitermachen kann. Also man kann sich individuell mit dem Video in Vorbereitung befassen, so lange, kann man sagen, bis man es verstanden hat. Genau. Die Fragen, die übrig bleiben, die bringt man mit in die Präsenzphase und da kann man dann auch mit dem Dozenten gemeinsam, ja, die Dinge nochmal vertieft besprechen, klären und man Ja. kann Feedback bekommen vom Dozenten. Richtig. Genau. Ja, und wir gucken uns jetzt genau diese Vorbereitungsphase an, weil die Vorbereitung mit Videos, die ist ja nicht nur positiv zu beurteilen, ne? Ja, es gibt auf jeden Fall Dinge, die man anführen könnte, die problematisch sind. Zum Beispiel hat eine Vorlesung automatisch ja auch, also ein Vorlesungsvideo, einen gewissen Rezeptionscharakter. Also man schaut sich das Video an und wie tief das verarbeitet wird, ist vielleicht sehr individuell oder kommt auch auf den Kontext an. Jedenfalls kann man es nicht wissen. Ja, man lässt sich vielleicht berieseln oder so, Genau. ne? Oder ja, guckt das Video, während man parallel kocht oder mit Facebook chattet oder so. Ganz So genau. nebenbei, ne? Ja. Man will ja aber, dass die Leute sich intensiv und aktiv mit dem Video oder mit dem Material auseinandersetzen. Genau, damit, wenn sie dann in die Präsenzveranstaltung kommen, dass schon was da ist, mit dem man arbeiten kann. Genau, wenn man es oberflächlich wahrgenommen hat, dann weiß man ja vielleicht gar nichts mehr. Gut, da gibt es bestimmte Maßnahmen. Man kann zum Beispiel so Lückenskripte oder Worksheets austeilen und die Studenten sollen das ausfüllen, während sie das Video schauen. Da kann man es nicht mehr so nebenbei machen, ne? Ja, oder Quizaufgaben. Aber trotzdem besteht immer die Gefahr bei der Videoinstruktion, dass man, ja, dass man oberflächlich verarbeitet. Genau. So, genau. Außerdem gibt es noch Kritik aus fachdidaktischer Perspektive. Weil man muss ja, man, nicht immer ist es ja sinnvoll, bei bestimmten Inhalten oder bestimmten Themen oder bestimmten zu erwerbenden Kompetenzen, dass man mit einer Erklärung anfängt. Ja, sicherlich. Ja. Wenn man sich selbst erstmal damit auseinandersetzt, hat man vielleicht schon, findet man andere Ansatzpunkte, sich dem Thema zu nähern. Und das ist vielleicht bei gewissen Inhalten oder bei gewissen Disziplinen auch einfach erforderlich, um da sinnvoll ranzugehen. Ja, dass man zum Beispiel erstmal selbstständig bestimmte Dinge entdeckt, entdeckendes Lernen, ne, an bestimmten Stellen. Und da ist dann eine Erklärung am Anfang in Form von einem Video eher kontraproduktiv. Ja. Und der letzte Punkt, den wir hier aufgeführt haben, ist, dass in der Vorbereitungsphase keinerlei Anwendung stattfindet. Das Problem ist nämlich da, wenn man nicht anwendet und nicht mal probiert, ob man es verstanden hat, weiß man es auch gar nicht. Also erst wenn man auch anwendet, kann man beurteilen, ob man es verstanden hat, sozusagen. Und zu beurteilen, ob man es verstanden hat, kann ja hilfreich sein, um für die Präsenzphase, um zum Beispiel Fragen zu stellen. Genau. Also es deutet sozusagen alles darauf hin, dass man nicht nur Instruktionen hat am Anfang, sondern dass es vielleicht in der Vorbereitungsphase auch günstig sein könnte, dass man Aufgaben stellt und Aufgaben bearbeitet, die schon auf andere Prozesse abzielen. Und letztlich geht es darum jetzt in unserem Genau. Vortrag, ne?
Ja, die Gliederung, Vorbereitungsphase im Flipped Classroom haben wir gerade erläutert, deswegen ist es hier kursiv, ne? Genau. Ja. Also es geht darum, die Vorbereitungsphase lernzielspezifischer zu gestalten. Ganz genau, ja. Und dazu schauen wir uns die Lernzieltaxonomie nach Bloom oder die überarbeitete Taxonomie nach Anderson und Gradwohl an. Und die gibt nämlich eine hierarchische Struktur von Lernzielen vor. Die schauen wir uns mal an, um einen theoretischen Hintergrund zu haben für unsere Überlegungen. Außerdem gibt es auch sowas wie Lernzieltypen oder Basismodelle nach OSER, die schauen wir uns auch an. Na, wir beschäftigen uns jetzt sozusagen am Anfang ein bisschen mit Lernzielen. Was gibt es denn da so für Kategorisierung? Genau. Richtig. Und danach schauen wir uns das Experiment an, was wir gemeinsam durchgeführt haben, um unser Konzept dieser aufgabenbasierten Vorbereitung oder Vorbereitung mit Aufgaben im Flipped Classroom zu erproben und zu schauen, ob es effektiv war, was für Probleme es gibt und so weiter. So eine erste Studie, die wir vorstellen und anschließend dann diskutieren und gucken, wie könnte man weitermachen. Genau. Genau. Okay, gucken wir uns mal Lernzieltaxonomien an oder generell erstmal Lernziele. Heutzutage formuliert man ja Ziele kompetenzorientiert. Ne? Also man sagt, die Lernenden, die Schülerinnen und Schüler oder die Studierenden können irgendwas am Ende einer Lerneinheit output-orientiert. Ja? Genau, zum Beispiel den vollständigen Induktionsbeweis führen. Ja, oder sie können Anwendungssysteme objektorientiert modellieren, in der Informatik oder in der Politik politische Systeme analysieren. Scheidungsfälle bearbeiten in der Rechtswissenschaft. Ja, oder Pflanzen bestimmen in der Biologie. Das sind alles ganz unterschiedliche Lernziele, die vielleicht auch über das Erinnern von Fakten oder das Verstehen hinausgehen. Die Studenten sollen alle was tun können, ne? Oder bestimmte Dinge machen können. Mhm. Da ist vielleicht Verständnis zu notwendig zunächst mal, aber man muss sozusagen das Ding auch, die Sachen auch umsetzen können, anwenden können in neuen Situationen zum Beispiel. Nicht hinreichend, also. Ja, genau. Also das Ganze ist ja letztlich, genau, Kompetenz haben heißt ja auch Wissen anwenden können in bestimmten Situationen. Mhm. Genau. Wenn man jetzt sich diese Lernziele in Lernzyklus mal anschaut, dann kann man schon gewisse hierarchische Strukturierung von Lernzielen vornehmen. Es wird auch kritisiert, können wir gleich darauf eingehen. Ne? Genau. Aber die Taxonomie grundsätzlich ist eine Anordnung von weniger komplex, relativ einfach oder niedrig, könnte man sagen. Remember, das ist dann unten. Und bis hin zu Create, was sozusagen die höchste Stufe das höchste Lernziel wäre, was auch am komplexesten und am schwierigsten zu erreichen ist. Mhm. Genau, unten steht Remember, man muss sich Fakten oder Elemente, Wissensinhalte erinnern können. Mhm. Wir müssen im Kopf sein sozusagen. Genau, das ist sozusagen die Basis. Und Understand wäre dann vielleicht die Verknüpfung des Faktenwissens oder der Informationen mit dem bestehenden Informationen, die man hat, mit dem Wissen, genau, Vorwissen. Verstehen, ne? Genau, dass man Dinge dann tatsächlich auch genau einordnen kann. Genau. Und wenn man was verstanden hat, dann kann man es anschließend anwenden auf ähnliche oder ganz neue Situationen. Ne? Dann vielleicht analysieren. Ja, Dinge, also Situationen analysieren auf Basis der Konzepte, die man erworben hat. Ja, genau. Evaluieren vielleicht auch. Man weiß ja dann, man hat ja einen gewissen Wissensbestand, mit dem man dann arbeiten kann und vielleicht auch Dinge beurteilen kann. Und dann die höchste Stufe wäre natürlich dann selbst was zu erstellen mit den eigenen Fähigkeiten, die man erworben hat. Genau. Und kritisiert wird das natürlich ein bisschen, diese Hierarchie, weil man kann es vielleicht gar nicht so einfach sagen, weil Understand vielleicht auch dadurch hergestellt wird, dass man Dinge angewendet hat und dadurch eben besser versteht. Ne? Also die Reihenfolge ist nicht ganz klar und so. Mhm. Trotzdem ist es vielleicht ein relativ ein Modell, mit dem man der einfache Teil dabei mal arbeiten kann, insbesondere um zu verstehen, wie der Flipped Classroom denn auch angesetzt ist. Der unterscheidet ja nämlich die Vorbereitungsphase, die vielleicht eher darauf angelegt ist, dass man die Dinge erstmalig hört und dann aufnimmt und versteht. Genau. Und dann die Präsenzphase, wo man dann zusammen mit den Kommilitonen und dem Lehrpersonal dann vielleicht erste Anwendungsversuche startet oder eben auch die höherwertigen Lernziele mal ansprechen kann. Und genau. Ja. Und unsere Idee ist jetzt an der Stelle, dass vielleicht mit den Videos auch nicht unbedingt immer das Understand so tief und angemessen erfolgt, wie man das vielleicht wünschen würde, sondern dass es vielleicht besser wäre, ein höheres Verständnis zu erzeugen, dadurch, dass man bereits Anwendungen
und andere Prozesse mit in die Vorbereitungsphase hineinnimmt. Genau, die Überlegung ist ganz einfach, wenn man vorher in der Vorbereitungsphase schon höherwertige Lernziele anspricht, kann man die in der Präsenzphase auch besser nutzen. Genau. Ja, und nicht immer ist dafür ein Erklärvideo geeignet. Richtig. So, genau. Ja, warum könnte man sagen, ist jetzt ein Erklärvideo nicht immer am Anfang geeignet? Da könnten wir uns mal die Basismodelle des Lernens nach OSA, Bearsville, OSA, Petri anschauen. Die unterscheiden nämlich verschiedene Basismodelle, Lernzieltypen. Mhm. Hier sind ein paar Beispiele. Ne? Genau, hier mal zum Beispiel Lernzieltypen Problemlösen, Begriffslernen, Strategielernen oder Routinebildung. Mhm. Und die Idee dahinter ist praktisch, dass für jeden dieser Lernzieltypen eine gewisse Abfolge von kognitiven Schritten notwendig ist. Ja. Dazu kommen wir vielleicht gleich noch, wir nennen vielleicht noch ein paar. Das heißt also, dass man, um Begriffslernen effektiv durchzuführen, muss ich verschiedene Schritte durchlaufen, um den Begriff zu verstehen. Genau. Kognitive Schritte, Basismodell nennt man das, kommen wir mal hier einfach, tun wir mal so, als wären es diese kognitiven Schritte des Begriffslernens. Erstmal muss man den kognitiven Prozess A durchführen, dann den kognitiven Prozess B und so weiter. Mhm. Ja, und die Didaktik und Methodik muss sozusagen, eine Lernsituation sollte sich orientieren an diesem Basismodell. Genau, diese didaktischen Entscheidungen, die werden Sichtstrukturen genannt und die sollen genau auf Basis dieser kognitiven Prozesse, kann man sagen, genau. Abfolge, soll da sich dran orientieren und darauf passen. Ne? Okay, so, ja. Und jetzt kennt man vielleicht noch einen anderen Prozess, Routinebildung beispielsweise. Mhm. Der hat vielleicht ganz andere kognitive Strukturen, demnach auch ganz andere passende, adäquate Sichtstrukturen. Also Methoden der Vermittlung, könnte man sagen. So, und jetzt geht aber das Flipped Classroom-Modell davon aus, dass am Anfang, bei dem ersten kognitiven Prozess, könnte man sagen, einer solchen Prozesskette, dass da Erklärvideos das passende Element in der Sichtstruktur werden. Ne? Ja, das ist natürlich relativ unflexibel, wenn man davon ausgeht, dass alles, dass jeder Lernzieltyp, jedes Basismodell eine andere Abfolge braucht, ist natürlich schwierig zu sagen, wir machen immer ein Erklärvideo am Anfang. Genau. Und das können wir vielleicht nochmal an dem Beispiel Problemlösen und Begriffslernen anschauen. Ne? Ja. Wenn man mal hier das Basismodell Problemlösen nimmt, und wir lösen es jetzt auch ein bisschen von den ursprünglichen Formulierungen vielleicht von OSA. Problemlösen könnte man sagen, okay, wenn man lernen soll, ein Problem zu lesen, dann muss man erstmal lernen, eine Situation zu analysieren, muss also erstmal eine Situation analysieren, kognitiv, mhm. ne? Sind es immer die Basismodelle, mhm. Dann kognitiv ein Problem formulieren, dann auf Basis der Problemformulierung verschiedene Lösungswege sich überlegen, Lösungswege vorschlagen, um dann daraus geeignete auszuwählen mhm. und anschließend diese Lösungswege auf ähnliche oder weiter entfernte Probleme zu transferieren. Genau, richtig. Ähnlich Begriffslernen hat auch eine eigene Abfolge. Da ist es vielleicht wichtig, dass man das Vorwissen aktiviert, dann Beispiele und Gegenbeispiele untersucht, mhm. um da zum Beispiel dann die zentralen Eigenschaften davon zu isolieren, mhm. damit zu arbeiten, also das anzuwenden im aktiven Umgang und letztlich das Gelernte irgendwie im Sinne der Gesamtstruktur einzubauen. Ja, genau. So, wenn man sich jetzt mal hier diese Basismodelle anschaut, da kann man sich fragen, warum sollte man da am Anfang eigentlich ein Erklärvideo anbringen? Ne? Genau, zum Beispiel Beispiele und Gegenbeispiele untersuchen. Da bietet es sich vielleicht an, dass der Lernende sich mal hinsetzt und selbst diese Beispiele und Gegenbeispiele untersucht, statt das vom Lernenden, vom Prof vorgekaut zu kriegen. Und in der Mathematik ist es ja zum Beispiel gerade so, dass man oft am Anfang die Definition eines Begriffs bringt. Ne? Begriff XY sei Punkt, Punkt, Punkt. Das wird einfach gesagt. Aber vielleicht ist es besser, wenn man einfach eine Aufgabe den Studierenden gibt, zu Hause sich mal Beispiele und Gegenbeispiele anzugucken und sich so auf die Präsenzphase vorzubereiten, mhm. um dann gemeinsam mit den Studierenden in der Präsenzphase diese Vorerfahrungen zu systematisieren. Genau. Ja. Das ist die Idee hinter unserem Konzept. So, und deswegen gehen wir jetzt aufs Experiment. Ja? Genau. Wir wollten mal gucken, welchen Effekt hat das denn im Unterschied zu Erklärvideo, wenn man so eine aufgabenbasierte Vorbereitungsphase macht. Genau. Okay. Ja, Thema war ein Mathematikthema im Rahmen der Mathematikvorlesung an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im ersten Semester. Einführung in die Mathematik, kann man sagen. Und da war ein Thema Dezimalbruchentwicklung. Was ist das? Machen wir mal ein Beispiel oder ein paar Beispiele.
Da gibt es verschiedene Typen der Dezimalbruchentwicklung. Wenn man mal den Bruch 1/2 nimmt, dann ist der als Dezimalbruch dargestellt 0,5. Und der ist abbrechend, weil nach der 5 hört es auf. Ne? 0,5 endet die Dezimalbruchentwicklung. Dann gibt es den unendlich periodischen, die unendlich periodische Dezimalbruchentwicklung. Das wäre zum Beispiel 1/3. Da ist die Dezimalbruchentwicklung 0,333 Periode, hört also niemals auf und ist deshalb unendlich periodisch. Ja, und dann gibt es noch den sogenannten gemischten Typ, gemischt periodischen Typ, 1/6 beispielsweise ist 0,1666666, ne? Da hat ein Anfang, die Dezimalbruchentwicklung, Vorperiode nennt man das, die 1 in diesem Fall, und anschließend geht es periodisch weiter. Also sozusagen eine Kombination aus den beiden oben. Ne? Ja. Genau. Und das Lernziel dieser Einheit war, dass die Studierenden anhand eines Bruchs feststellen sollten, welchen Typ die Dezimalbruchentwicklung hat, ohne ihn mit dem Taschenrechner auszurechnen. Und da gibt es bestimmte Methoden, brauchen wir nicht ins Detail gehen jetzt, wie man anhand von Zähler und Nenner sozusagen feststellen kann, welchen Typ diese Dezimalbruchentwicklung haben sollte, wie lang die Vorperiode ist, wie lang die Periode ist. Das kann man alles anhand, ohne es auszurechnen, ermitteln. Und dieses Thema haben wir uns ausgesucht, um eben unsere Vorbereitung mit Aufgaben mal im Vergleich zur traditionellen Vorbereitung auszuprobieren. Genau. Ja, wie war das Experiment angelegt? Es waren Teilnehmer waren 26 Studierende in zwei Gruppen, 13, 13 jeweils aufgeteilt. Ne? Genau. Und die ersten haben Gruppe 1, das war die Experimentalgruppe, die hat tatsächlich Aufgaben bekommen, mit denen sie sich selbstständig erarbeiten sollten, welche Typen von Dezimalbruchentwicklung es gibt und wie man rauskriegen kann, welchen Typ ein Bruch hat. Ne? Genau. Und das Schwierige dabei ist, dass diese Aufgaben natürlich, die sind recht anspruchsvoll, vielleicht auch offen. Und da man vielleicht noch kein Vorwissen hat als Lernender, haben wir noch Hilfestellung dazu gegeben, im Sinne von Guided Discovery, könnte man sagen. Ja, genau. Damit die Studierenden nicht überfordert werden, haben wir noch Tippvideos dazu gegeben, bei denen kleine Hinweise darauf gegeben werden, wie man da vorgehen könnte. Genau. Das waren aber keine Erklärvideos im Sinne von, dass erklärt wird, wie es ist, sondern Tipps als Anregung. Genau. Zur eigenständigen Bearbeitung, damit man das selbst drüber nachdenkt hat. Genau. Im Gegensatz die Gruppe 2, die hat war ein klassischer Flip Classroom mit einem Erklärvideo, in dem erklärt wurde, welche Dezimalbruchentwicklungen, welche Typen es da gibt und wie man die rauskriegt. Und dazu ein Worksheet, ganz klassisch, in dem man eben mitschreibt. Genau, ja. Richtig. Und dann, da waren die beiden Gruppen unterschiedlich, Kontroll- und Experimentalgruppe. Und die haben dann danach beide denselben Test gemacht. Ja. Und der Test war eigentlich einfach nur eine Abfrage der verschiedenen Methoden, die man da machen kann. Ja, genau. Ja, und dann gab es eine Präsenzphase und das war sozusagen vom Experiment her begründet. Ist natürlich ein bisschen schwierig, alle dann in einen Raum zu holen, dann eine gemeinsame Präsenzphase zu machen oder so. Damit wir wirklich ein sauberes Experiment haben, haben wir die Präsenzphase simuliert. Das heißt ja sowieso jeder Student vor einem Rechner wegen der Videos. Ja. Und dann haben wir eine Präsenzphase simuliert mit einem Video, in dem sozusagen ja ein gemeinsames Unterrichtsgespräch simuliert wurde, in dem die Vorerfahrung aus der Vorbereitungsphase systematisiert wurde und nochmal strukturiert und auf eine formale Ebene gehoben. Mhm. Was man auch in der Präsenzphase vielleicht dann gemeinsam machen würde in der Systematisierung des Wissens. Genau. Mhm. Um dann am Ende noch den letzten Test zu machen, und das war ein Test, der die Fähigkeiten der Lernenden in der Anwendung erprobt hat. Also wie können die Lernenden die Dezimalbruchentwicklung anhand der Brüche einfach bestimmen oder nicht und dann dazu noch begründen. Ja, gut, schauen wir uns mal vielleicht den Unterschied der beiden Gruppen an. Also hier die Experimentalgruppe hat eine Aufgabe bekommen in der folgenden Form. Untersuche verschiedene gekürzte Brüche hinsichtlich ihrer Dezimalbruchentwicklung. Was fällt auf? Relativ offene Aufgabe, ne? Mhm. Da weiß man aber vielleicht nicht so genau, wie soll ich jetzt anfangen und so. Deswegen gab es da Tippvideos, Hilfestellungen, in denen mal zum Beispiel ein paar Brüche gezeigt wurden und gesagt wurde, jetzt such dir doch mal ähnliche Brüche aus, andere Brüche und versuch das mal zu strukturieren und zu ordnen. Genau. Hm? Und die Kontrollgruppe, die klassische Flipped Classroom-Methode praktisch, war das Erklärvideo und da wurde in die Dezimalbruchentwicklung eingeführt und dazu gab es ein Worksheet, in dem praktisch mitgeschrieben wurde. Zum Beispiel, man sieht, welche verschiedenen Grundtypen von Dezimalbruchentwicklung gibt es, gibt jeweils drei Beispiele an,
Das erfordert keine besondere Eigenleistung, da die drei Beispiele auch schon im Erklärvideo genannt werden. Genau, sieht man links. Ja. Ja, der erste Test sah dann folgendermaßen aus. Beispielfrage, wie kann man an einem Bruch den Typ der Dezimalbruchentwicklung ablesen, ohne diese zu berechnen? Gibt die Methode genau an. So, und das war jetzt ein Test, um eben zu schauen, konnten die einen sich die Methode selbstständig erarbeiten, beziehungsweise was haben die anderen sich behalten aus dem Erklärvideo? Genau. Und danach kam nochmal die sogenannte Präsenzphase, die wir mit dem Video simuliert haben, in dem praktisch das zu Lernende nochmal systematisiert wurde, um auch alle Lernenden auf einen Nenner zu bringen, könnte man sagen. Ja, genau. Und anschließend gab es nochmal einen Test, bei dem das Wissen angewendet wurde. Beispielsweise gib die Länge der Dezimalbruchentwicklungen an und begründe jeweils, also von Periode und Vorperiode, hier die entsprechenden Beispielbrüche. Ne? Also hier wird konkret das abgefragt, was auch gelernt werden sollte. Und das sollte eigentlich das Ergebnis dieser Einheit sein, genau. Das zu beherrschen. Ja. Mhm. Gut, jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir in die Ergebnisse rein. Hier sieht man die Testergebnisse nach der Vorbereitungsphase und nach der Präsenzphase auf der X-Achse Test 1 und Test 2 genau. Und auf der Y-Achse die erreichte Punktzahl. Da haben wir die Experimentalgruppe, das ist mit der durchgezogenen Linie und wir haben die Kontrollgruppe, die im klassischen Konzept sozusagen mit den Erklärvideos. Mhm. Und wie man sieht, haben bei Test 1 hat die Kontrollgruppe mit dem klassischen Konzept relativ gut abgeschnitten mit 9 von 9 oder von 10 Punkten, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ganz weit oben. Genau. Und die Experimentalgruppe mit 5 Punkten durchschnittlich deutlich schlechter abgeschnitten, ja, könnte genau. Man sagen. In Test 2 hingegen waren beide relativ ähnlich gewesen. Mhm. Ne? Und man sieht ja, dass sozusagen vielleicht die Leistung der Experimentalgruppe leicht gestiegen ist, während ja. Der Kontrollgruppe niedriger wurde. Man muss dazu sagen, dass die Ergebnisse, dass die Unterschiede hier nicht signifikant waren. Richtig. Wir haben sich signifikant unterschieden, aber es sind auf jeden Fall Tendenzen zu erkennen. Mhm. Nach der Vorbereitungsphase ist die Experimentalgruppe besser, in der Nachbereitungsphase beide ähnlich. Genau, richtig. Genau. Mhm. So, und jetzt wollten wir aber noch schauen, wie denn sozusagen, wir wollten irgendeinen Anhaltspunkt haben zur Verarbeitungstief oder zur Konzentration oder zur empfundenen Schwierigkeit einer Situation. Ne? Ja, ich meine, es gibt ja vielleicht, also diese Ergebnisse sind ja vielleicht nicht selbsterklärend und um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, also wieso diese Ergebnisse so erzielt werden, könnte die Verarbeitungstiefe, die empfundene Schwierigkeit beim Lernen, könnte da einen Hinweis drauf geben. Und die haben wir also auch erhoben. Ja, genau. Und zwar mit so einer Skala, ne? Wie anspruchsvoll fandest du diesen Test oder diese Phase, jeweils mit auf einer Skala von 1 bis 6? Das war auf den Arbeitsblättern der Studierenden auch drauf. Ja. Und konnten sie ausfüllen. Genau. Und jetzt gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Hier sieht man auf der Y-Achse die subjektiv empfundene Schwierigkeit. Und die haben wir an drei Stellen erfasst, nämlich Schwierigkeit der Vorbereitungsphase von Test 1 und von Test 2. Jetzt ist nicht weiter überraschend erstmal, dass die aufgabenbasierte Gruppe, also die Experimentalgruppe, die Vorbereitung als schon deutlich anspruchsvoller empfunden hat. Schließlich waren die mit offenen und zum Teil vielleicht auch irgendwie komplexen Aufgaben konfrontiert, ohne irgendwie darüber Bescheid zu wissen. Ja. Wohingegen die Kontrollgruppe einfach ein Video gekriegt hat, in dem das erklärt wurde und dazu ein relativ einfaches Worksheet ausgefüllt wurde. Mhm. Ja, also die empfand die Vorbereitungsphase relativ einfach. Und jetzt sieht man aber, dass der Test 2, dass sich das umkehrt. Und das ist tatsächlich auch ein signifikanter Unterschied über die Zeit hinweg und zwischen den Gruppen. Bei Test 2 empfindet die klassische Flipped Classroom-Gruppe als schwerer als die Experimentalgruppe mit den Aufgaben. Ja. Ja, vielleicht aufgrund der Tatsache, dass sie die Vorbereitungsphase als einfacher und jetzt könnte man vermuten, als zu einfach wahrgenommen hat. Eine Erklärungsmöglichkeit dafür wäre, dass die Kontrollgruppe eine eher niedrige Verarbeitungstiefe an dieser Stelle hatte. Das heißt, dadurch, dass sie nur ein Video geschaut haben, in dem es erklärt wurde, sie sich also nicht selbst intensiv mit den Inhalten beschäftigt haben, dass dadurch der Test 2, der die konkrete Anwendung erfordert hat,
einfach schwieriger war. Ja. Und man könnte vielleicht vermuten, dass die aufgabenbasierte Gruppe, also Experimentalgruppe, dass die sozusagen permanent wachsam war, weil sie merkte, oh, das ist eine schwierige Situation hier und sich damit intensiver befasst hat. Und das sieht man hier rechts zum Beispiel auch, wir haben Korrelationen noch berechnet zwischen Testergebnissen und den Schwierigkeiten, empfundenen Schwierigkeiten. Und da sind zwei Ergebnisse signifikant in der Korrelation, und zwar negative Korrelation. Man sieht hier, je schwieriger die Vorbereitung empfunden wurde, umso die Vorbereitungsphase, umso schlechter fällt der Test 1 aus. Und auch je schwieriger Test 2 empfunden wurde, umso schlechter fällt Test 2 aus. Also man könnte vermuten, dass die subjektiv empfundene Schwierigkeit auch mit je höher die Schwierigkeit ist, umso schlechter fallen die Ergebnisse aus. Okay. Und dass man vielleicht in der Vorbereitungsphase, und da weisen die anderen Diagramme darauf hin, dass man, wenn man die Vorbereitungsphase als zu einfach empfindet und dann hier gute Testergebnisse hat, dass dann die Anwendungsphase im zweiten Schritt, dass die dann darunter leidet und dann als schwieriger empfunden wird, und dass man vielleicht besser in der Vorbereitungsphase höhere Ansprüche hat an kognitive Prozesse, sodass man nicht Gefahr läuft, dort ein bisschen zu schludern und oberflächlich zu sein und am Ende dann die Probleme hat. Genau, das ist ja eigentlich auch auf der theoretischen Grundlage ganz logisch, wenn man davon ausgeht, wenn höhere Lernziele angesprochen werden, kann ich sie später in der Präsenzphase auch nutzen. Wohingegen, wenn sie nicht genutzt werden in der Vorbereitungsphase, habe ich sie später auch nicht, um die Anwendung halt erfolgreich durchzuführen. Genau. Insofern könnte man vielleicht folgende erste Tendenz feststellen. Die Gruppe mit Videos empfindet die Anfangsphase als leichter als die Gruppe mit Aufgaben, Abschlusstest als schwieriger. Also die Vorbereitung könnte da oberflächlicher ausgefallen sein und dann hat man Schwierigkeiten in der Anwendung. Genau. Ja. Aber das muss man natürlich mit gewisser Vorsicht sagen, denn wir müssen natürlich auch unsere eigene Studie jetzt hier kritisieren oder kritisch beleuchten. Das war eine erste Studie zu einem Inhalt mit 26 Studenten an einem Tag. Ja. Also das bedeutet, das kann nur eine erste Studie gewesen sein mit ersten Anhaltspunkten. Das heißt, weitere müssen folgen, vielleicht in ähnlicher Weise, aber zu anderen Inhalten. Ne? Genau, vielleicht auch mit einer Präsenzphase, die nicht durch ein Video simuliert ist, sondern einer echten Präsenzphase. Ja. Das wäre eine Möglichkeit, weil wir wissen ja nicht, was dieses Video für eigene Effekte mit sich gebracht hat oder welche Auswirkungen das hatte. Das können wir nur vermuten, dass es wie eine Präsenzphase funktioniert hat. Ja, oder vielleicht auch über längere Zeiträume mal gucken, was das für Auswirkungen hat. Aber das ist natürlich alles forschungsmethodisch nicht ganz so einfach. Genau. Trotzdem kann man kreativ jetzt rangehen und andere und ähnliche Situationen mal untersuchen. Ja. Vielleicht wäre es da auch in dem Zusammenhang mal sinnvoll, sozusagen die Lernziele, die Erreichung der Lernziele auf unterschiedlichen Niveaus abzufragen. Ja. Also welches Niveau wurde denn bei den verschiedenen Kompetenzen erreicht, um dann darauf auch Rückschlüsse zu ziehen auf die Verarbeitungstiefe vielleicht. Ja, das wäre interessant. Ja. Ja, und letztlich wäre es natürlich auch geschickt, mal zu schauen, welche kognitiven Prozesse und Prozessabfolgen gibt es denn in den unterschiedlichen Basismodellen und aus rein didaktischen Überlegungen jetzt, an welcher Stelle sind denn Erklärvideos oder Videos bezüglich der Flipped Classroom-Methode denn eigentlich geeignet? Nicht unbedingt am Anfang, vielleicht ist es immer sinnvoll, ein Video in der Mitte zu bringen oder am Ende eines Prozesses. Ja, also da wäre auf jeden Fall noch einiger Forschungsbedarf, wenn man überlegt, dass bestenfalls ja jedes Basismodell eine erprobte Abfolge von Methoden hat. Ja. Und das wäre eigentlich das Wünschenswerte, nicht eine One-Size-Fits-All-Lösung, wie es jetzt aktuell ist, sondern vielleicht da ein bisschen flexibler rangehen und für bestimmte Lernzieltypen auch entsprechende Sichtstrukturen anbieten. Genau, das klassische Flipped Classroom-Modell bietet sich dann für bestimmte Basismodelle an, für bestimmte nicht. Davon gehen wir aus. Genau. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen uns jetzt natürlich eine angeregte und anregende Diskussion hier auf YouTube vielleicht. Hoffentlich. Oder in dem Beitragssystem der GMW-Tagung und auf der Tagung natürlich selbst. Ja, da wäre natürlich am interessantesten, würde ich sagen, wenn wir alle zusammen sind und da hoffentlich die Ergebnisse noch ein bisschen besprechen können und neue Anregungen am besten. Ja, und vielleicht auch mal übertragen auf andere Fächer, dass wir überlegen,
Ja, welche Basismodelle gibt es denn in anderen Fächern und wo passt die Flipped Classroom-Methode und wo nicht? Das wäre nochmal ein interessanter Diskussionspunkt. Auf jeden Fall. Ja, danke auch an die Playgroup Heidelberg, unsere Arbeitsgruppe, die auch Anregungen da, wertvolle Anregungen geliefert hat. Ja, und insofern jetzt, ja, viel Spaß bei der Diskussion. Alles klar. Tschüss. Ciao.